das war's. Wir haben wieder vier Comedians zu Gast, die sich durch die Wildnis der Improvisation schlagen müssen. Eine wichtige Regel gibt es in diesem Freigehege: der dicke Onkel darf nicht gefüttert werden. Ansonsten würde ich sagen, wir lassen sie von der Leine. Hier sind sie, vier Prachtexemplare der deutschen Comedy. Hier ist Mirja Böhs, Hennes Bender, Oliver Welke und Tietje Mierendorf. Seid ihr auch in Partylaune, ihr Lieben? Oliver, du gibst nämlich jetzt eine. Ja. Und komm mal wieder ausnahmslos wie alle. Genau. Ja. Bevor wir die Gästeliste besprechen, du setzt es auf und drehst dich mit dem Rücken zu uns. Bist jetzt hoffentlich nicht mehr. Ja? Was? Das ist gut. Okay, passt auf. Mirja. Ja. Du bist bei dieser Party quasi das Kulturprogramm, denn du bist eine schlecht gelaunte afrikanische Limbo-Tänzerin. Aber mit Ischias. Also der Schmerz gehört zum Repertoire. Tietje, auch du bist ein herrlicher Kulturbeitrag. Du bist das Phantom der Oper, das sich aus Liebeskummer betrunken hat. Und Hennes, du verkörperst quasi die Hochkultur. Du bist besessen vom Geist von Louis de Funès. Ich setze da große Hoffnungen in dich. Okay, ich weiß nicht, ja, ob du Louis de Funès kannst, aber ich hoffe es. Ich kenne ihn gut. Bin ja guter Hoffnung, dass du es ja kannst. Also, dann wollen wir ihn mal unterrichten, dass er die Chips ach, anrichten nee kann. Wer muss hast du es wieder anfangen gespürt, ja, dass ich herangetrabt habe? Die leichten Vibrationen ja machen. Man merkt das. Ja. So, wenn die Babyelefanten kommen, dann ist es soweit. Ja. Gut, also leg die Chips bereit, serviere die Drinks. Okay. Hier kommen deine Gäste. Mhm. Viel Spaß. Hm? Wann denn? Guck mal, ist schon einer. Hallöchen. Uakalele Mama. Ja? Merk schon, mal, du bist das Hirt. Kannst du mal hier so ein Ding hinmachen? Da. Hier so ein Ding hinmachen? Nee, so ein Strich. Ja. Gerade. Nein. Hm? So. Ja. Bisschen höher, sonst. So. Noch was höher. So. Nee, höher. So. Ah, okay. Das ist eine sehr natürliche Armbewegung ja für mich. Ja. Ich mach noch mal. Ja. Und weiter. Bisschen tiefer vielleicht mal? Nee. Komm. Nein. Na komm. Nein. Na komm. Höher. Na komm, so aber. Ich hab da sowieso schon keinen Bock drauf. Mach ein bisschen höher. Komm, so aber wenigstens. Komm. Entschuldigung, ich bin gleich wieder da. Wakalele Mama. Ah. Ich. Hallöchen. Ja, du. Oh, diese scheiß Schlampe, ey. Entschuldigung, der Doppelpass mit Udo Lattek ist da drüben. Das ist einfach, wenn Sie eine Tür weiter. Also, wir waren Boot fahren und ja, die Alte ist einfach abgehauen. Oh Gott, ja, das ist mir auch oft passiert. Verloren, da gibt es kein Zurück. Von was? Verloren gibt es kein Zurück. Ja, absolut. Können Sie mal so machen? Das ist ganz praktisch. Ich wollte mir eh einen Raumteiler kaufen. Bleiben Sie ruhig genau da stehen. Ja, Kinder, kann ich euch was anbieten? Möchten Sie vielleicht was zu trinken? Was trinken? Ja, gib mal her. Was irgendwas du Bestimmtes oder? Du erinnerst mich an irgendjemanden. Ja, ich gebe die Party hier. Ich hatte dich eingeladen, du Flachpfeife. So, hier. Ich hätte gern Stimmungsaufheller. In Form von Tabletten oder was? Ich bin gleich wieder da, da kommt der nächste Pflegefall. So. Hallöchen! Oh, Olli! Nein! Was? Oh! Oh! Hallo! Olli! Hallo! Mann! Oh, warte! Ja. Du! Das sind meine anderen Gäste, ich kann mich nur entschuldigen. Wer? Ja. Kannst du? Wer? Ich? Nein! Doch. Kannst du mal oh so machen? Was? Kannst du mal so machen? Oh, Bretter, 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 Bretter! Was? Oh! Oh! Olli! Oh! Was? Oh. Was? Kannst du mal so machen? Oh! Oh, das bringt alles. Nein! Oh! Was? Wer? Oh! Oh! Also. Oh.
Oh, oh. Was der? Ich lenke ihn hier vorne ab und ihr holt das Elefantenbetäubungsgewehr. Oh, Befehl! Oh, oh, wer? Ich? Möchtest du vielleicht was essen oder was trinken? Nein, oder? Nein, 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 okay. Nein, nein. Stinkbesoffen komme ich zur Party. Diese Schlampe wollen mich nicht mehr haben. Scheiß darauf, Christine! Gib mir was, Strichnin! Ja, also ich... Oh Mann, ey! Nein! Da habt ihr mir ja wieder einen bunten Strauß aus Verhaltensgestörten zusammengestellt. Das ist ja so langweilig hier. Ja, für mich, erst, für mich erstmal. Lass das hier gerade. Ich könnte anfangen zu lösen vielleicht. Also sie ist für mich die lustloseste und schlechteste Limbo-Tänzerin der Welt. Nur lustlos. Nur lustlos. Und aus Afrika oder so. Ja, oder, ja. Und hat auch ein bisschen Probleme irgendwo noch. Ja, bestimmt. Ja, Länge. Ja. Im Körper. Im Körper. Hat einfach einen zu großen Hintern oder was? Die kann ich nicht bücken. Die ist rückenkrank. Die ist rückenkrank. Aber ich weiß, das ist die Insel. Die Insel? Ist hier. So. Und er ist Louis de Funès of Ecstasy, würde ich sagen. So. Raul, du Drecksau, ich mach dich fertig. Raul, der Name Christine. Er hat es gerade wirklich blendend, eine wunderbare Parodie. Ja, wenn man es weiß, natürlich. Aber ich habe einen scheiß Kopfhörer auf. Denk an großes Theater. Und noch irgendwas dazu?